Servus und herzlich willkommen hier bei Amars 90. Ja, Mage Tower. Ich weiß nicht, so viele Videos habe ich glaube ich noch nie über den Mage Tower gemacht, aber es ist geil und es freut mich und die Diskussionen rund um den Mage Tower reißen nicht ab. Kamen wieder ein paar Nerfs und dann kommt wieder, es ist zu schwer, das ist zu leicht und dies, das und es reißt einfach wirklich nicht ab. Kommen wir aber heute zu was richtig Coolem, denn wo alle meckern, dass das Spiel einfach viel zu schwer oder dass der Mage Tower viel, viel, viel zu schwierig ist, hat sich ein Paladin gedacht, wisst ihr was? Mir ist das einfach zu einfach. Und wie ihr sehen könnt, seht ihr hier einen Screenshot. Der hat sich einfach die Hälfte seines Gears ausgezogen. Vieles ist Shadowlands Gear, also beim Schild hat er zumindest Shadowlands Gear an. Der Rest ist schon so Time Walk Gear, wo halt Sockel drauf sind, beziehungsweise als Waffe hat er auch die Crusader VZ drauf und diese Höllschrei-Waffe, also diese Erbstück-Waffe, schon relativ gut. Aber trotzdem hat er nur die Hälfte seines Gears an, hat einen Item-Score von 36,12, was halt wirklich nicht viel ist. Du wirst nicht hochgepusht zu 50 und hat die Tank-Challenge geschafft als Protection-Paladin. Er hat sich selbst gedacht, er wollte schon immer, also er feiert, der Spieler selber schreibt, dass er den Mage Tower schon immer gefeiert hat und gerne dafür noch einen Hard Mode haben will. Und da kein Hard Mode jetzt gekommen ist, er sich halt seinen eigenen Hard Mode macht und von Run zu Run ein Item-Teil mehr auszieht, bis er es halt nackig schafft oder halt an seine Grenzen stößt. An der Stelle muss ich erstmal sagen, übelsten Respekt an die Leistung. Das ist definitiv eine Leistung, weil das ist gut. Auch wenn der Paladin relativ stark ist im Mage Tower als Tank, muss ich sagen, es ist eine sehr geile Leistung. Ich feiere sowas, ich feiere so Leute, wenn die sich ihre Herausforderungen noch herausfordernder machen und selber mal die Zügel in die Hand nehmen und sich ihren eigenen Hard Mode kreieren. Fände ich einfach total cool, dass der das geschafft hat. Übelstes GZ geht an den raus. Ich werde definitiv nicht in diese Lage kommen. Ich bin gespannt, was wir in die nächsten Wochen noch hören werden von anderen Spielern, die ihre eigenen Hard Modes für sich entdecken und es mit weniger Gear machen oder es so und so und so schaffen. Bin ich echt gespannt drauf. Was haltet ihr von der ganzen Chose? Schreibt es mal rein in die Kommentare. Gefällt es euch? Dann Daumen nach oben, Abo da lassen. Ihr wisst hier, Chromidee, immer wieder News, Lore und Guides zu World of Warcraft. Und damit sage ich Servus und Ade.